Hallo meine Rambas, schön, dass ihr heute wieder mal reinschneit bei einem Replay vom Waxing Devil mit seiner Bad Chat. Und er ist nicht alleine, nein, er spielt hier zusammen noch mit dem Cyber Chief, auch noch mit einer anderen Bad Chat. Und sie waren gnädig und haben sogar noch einen Typ 62 mit reingelassen. Der soll vielleicht ein bisschen die Drecksarbeit machen. Gucken wir mal an, was er denn final so macht. Die Bad Chat, eins der besondersten Kisten hier, muss man ja schon fast sagen. Und beachtenswert, er spielt nur mit Normal, hat weder Premium noch HE dabei, sondern verlässt sich einfach auf 30 Schuss, 30 Granaten der ganz klassischen Standardmunition. Und da ist schon der erste Scout vorhanden. Und zwar der SP-1C ist hier offen, muss also aufpassen. Und jetzt will er hier unterstützend wirken. Fahrt auf den 121 drauf. Hier will er nicht rammen. Ist auch sehr richtig so. Jetzt hat er ihn sogar kurz angezündet. Und nimmt ihn jetzt raus. Wichtig, sonst wäre das noch viel mehr Damage gewesen. Der Leopard, der jetzt hier auf ihn zukommt, der wollte ihn jetzt unbedingt rammen. Hat man schön gesehen. Da er es jetzt nicht schafft, dreht er bei. Glück für ihn, denn er ist hier im Reload. So, und er zieht sich jetzt hier ein bisschen zurück, solange er noch nachladen muss. Ist auch wieder offen gewesen. Aber schön und gut ist ja an der Badget, dass mir sehr mobil ist, wie man ja auch hier gerade gesehen hat. So, jetzt hat er wieder 5 Granaten im Magazin. Also wegen ihm kann es wieder weitergehen. Da der Leopard, The Butcher. Auf den kommt aber nicht. Da der E75, auf den dürfte er schon eher kommen. Aber er schießt nicht. Ah, vielleicht hat er sich ein bisschen wegen seiner Stellung bzw. der Sicht hier Sorgen gemacht. Jetzt hat er ihn gekettet. Erster. Zweiter. Und dritter. Und der Waffenträger auf Panzer 4 hat ihn hier ordentlich getroffen. Turm steckt fest. 400 Hitpoints hat er lediglich noch. So, er hat auch kein Reparaturset mehr. Also der Turm, der dreht sich jetzt ab sofort einfach etwas langsamer. Aber damit kann man noch leben. Ist zwar jetzt nicht optimal für einen Medium-Panzer. Aber schon mal beachtenswert, er fährt jetzt nicht ganz zurück ans Ende der Karte, sondern gefühlt will er auf jeden Fall mitspielen. Und er will sogar sehr aktiv mitspielen, so wie es aussieht. Ist sogar noch im Reload. Und jetzt... Alter, jetzt prallt der andere ab. War das glücklich? Ja, nicht schlecht. mit den Hitpoints. Puh, hätte ich, weiß nicht, ob ich die Eier dazu gehabt hätte, so zu machen. Er auf jeden Fall hat sie. So, da unten der Waffenträger. So. Nicht nur er ist ein Autolauter, sondern er kriegt hier zwei Autoloader als Gegner und man sieht für den Waffenträger, wie unangenehm das Ganze sein kann. So, jetzt muss er aber aufpassen, jetzt kommen die Schüsse von drüben nach. Er ist wieder im Reload, aber er spielt es fantastisch. Sehr schöne Runde, gefällt mir äußerst gut, wie er das hier macht. Weil es einfach nicht diese gefühlte Angsthasentaktik ist, sondern nein, er ist einfach schön mittendrauf, rein in die Fresse. So, da kommt eine Maus. Langsam, aber sicher angefahren. Und eher ein 100, weil die Maus ist ja noch nicht Panzer genug. So, jetzt geht er eher auf die Maus. Hätte ich mir auch zuerst an seiner Stelle so klar gemacht. Jetzt kommt er aber nicht mehr drauf. Jetzt muss er wahrscheinlich umaimen. Auf den E75 ganz genau. Er ist nicht offen. Schieß doch weiter. Ne, scheinbar hat er sich das gerade nicht so wohl gefühlt. Alter, sind das dicke Schiffe da drüben. Maus, EN100, oho. Also nur die ganz kleinen Geräte.
So. Hinten ist weg. Im Zug hatten sie 5 Kills. Dass der Iceman und sein Typ noch lebt, das wundert mich, ja. Aber auf jeden Fall, er hier ist immer an vorderster Front. Wirklich beeindruckend. Jetzt will er hier spotten. Fahrt rückwärts raus. Kommt hier auf die Maus schön drauf. Maus kann er rausnehmen. Geht nicht auf. Kann hier weiterhin jetzt auf den E100 schießen. Der ist jetzt gekettet. Hat er perfektes Magazin genutzt. Wirklich, wirklich ideal. So, er hat noch 6 Granaten. So, geht nicht auf, leider. Also dementsprechend wird er sich jetzt hier nochmal umpositionieren, weil natürlich auch der R100 wusste, von wo er beschossen wird. Also dementsprechend macht er da so nicht weiter. So, und jetzt gibt es eine kleine Rudeltaktik. Der Typ hat übrigens gerade, also sein Type, hat gerade versucht zu cappen. Hat es aber jetzt abgebrochen, nachdem er gesehen hat, da kommt ein Gegner. Lass ich dann doch mal lieber sein. So, und jetzt werden sie sich wahrscheinlich mal dem E100 vornehmen. Ja. Der ging gut. Es wird letztmalig geladen, dass er wirklich alle 5 Granaten im Magazin hat und nicht noch wegen einer einzigen dann nachladen müsste. Dass dieses Platoon in der Formation bis zum Ende durchhält, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Dass alle 3 auch überleben, bis dato. So, die letzten 5 Granaten liegen an. Aber der hat ja gar nichts mehr. Der Greek Jedi Knight. Auch Griechen können Jedi-Ritter sein. Das wurde damals bei Star Wars nur ein bisschen unterschlagen. So, der achtet nicht auf ihn. Dann macht er ihn weg. Boah, der E5 hat noch... Ist 2200, der hat noch volle HP. Sein Krieger hat auf jeden Fall mal geholt. Ich weiß nicht, warum er sagt, lade nach, weil er hat... Achso, der Cyber Chief. Jetzt sehe ich es gerade. So, jetzt sind sie beide offen gewesen. Weil unmöglich, dass nur einer davon gespottet wird. Und der E5 ist wirklich ein sehr ernstzunehmender Gegner. Er hat 465 Hitpoints. Der andere auch nur 580. Also, aufgrund vom HP-Pool... würde man ganz klar sagen, macht's der E5. Allerdings haben sie den Vorteil, dass sie sich aufsplitten können. Das heißt, der eine schießt, dann gehen sie in Deckung und dann könnte der andere schießen. Aber das muss halt auch funktionieren und dafür braucht man auch die richtige Stelle auf der Karte. Man kann natürlich, und das wäre vielleicht so eine Taktik, die ich nachvollziehen würde, ich würde sagen, hier Junge, fahr du cappen. Wenn er versucht selber zu cappen, die cap ich, ansonsten läuft es einfach mal durch. Oder man fährt sogar zu zweit in den Cap, auch möglich. Aber das haben sie wohl scheinbar nicht vor, sondern nein, der soll runtergeschossen werden. So, jetzt geht's da schon los.
Der arme Kerl. Das hat er sich da ein bisschen versteckt. Und er schreibt schon, good job. Weil auch ihm ist eigentlich jetzt bewusst, okay, ich war gerade noch voll, jetzt bin ich es nicht mehr. Die Tendenz, was passiert, ist recht eindeutig. So, und jetzt wird schön aufgeteilt nochmal für die letzten Hitpoints. Der eine bleibt am Hügel stehen, der andere umfährt hier. So, wo ist er? Noch nicht beschießbar, also muss er noch ein Stück weiterfahren. Aber dann hat er es gleich. Er kann sich sogar den Luxus erlauben, noch einmal nicht treffen, beziehungsweise keinen Schaden anzubringen. So, er aimt ein aufs Laufrad. So, Nummer 1 und Nummer 2. Weg ist er. Zusammen, und das hier nur die beiden Badges, 9 Kills gemacht. Er hat 9180 Schaden gemacht. Das muss man erstmal machen. Dann auch noch die Base gedefft. Also, sehr schöne Runde. Zeigt mal wieder, dass die Badget ein wirklich furchteinflößender Gegner sein kann. Und ja, sagt mir doch mal eure Meinung. Spielt ihr den Panzer auch oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? Ich bin leider etwas schlecht mit dem. Wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.